Hallo und herzlich willkommen zu Alex, das Ereignis Fernsehen. Heute aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz. Medienordnung in der digitalen Gesellschaft ist das Thema der heutigen Veranstaltung. Dazu gibt es einen kleinen Vortrag und eine Podiumsdiskussion. Hauptbestandteil dessen wird sein, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Informationszeitalter des Internets so positioniert und was es da für neue Möglichkeiten gibt, aber auch für Probleme. Den Anfang macht Professor Dr. Dieter Grimm. Als ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichtes und Mitglied des ZDF-Verwaltungsrates ist er ein ausgezeichneter Kenner von Recht und Medien. In seinem Vortrag soll es um die Verbindung zwischen Demokratie und Rundfunk gehen. Wofür sind die Medien in einer Demokratie wichtig und wie hat sich unser Verhältnis zu ihnen geändert? Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch tragbar? Und wenn nicht, was wären die Alternativen? Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung Artikel 5 des Grundgesetzes von Beginn an mit dem Demokratieprinzip in Verbindung gebracht. Im Lüth-Urteil 1958 gefällt, die erste Entscheidung überhaupt nach 7 Jahren Existenz immerhin des Verfassungsgerichts zu Artikel 5. Das Lüth-Urteil sagt über die Meinungsfreiheit, sie sei der unmittelbarste Ausdruck der menschlichen Person und als solche eines der vornehmsten Freiheitsrechte überhaupt. Und dann geht es weiter. Und für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend. Ein Jahr später liest man, dass die Feststellung, dass die Meinungsfreiheit für die Demokratie schlechthin konstituierend sei, genauso gelte für die Pressefreiheit. Pressefreiheit, das wird weiter dort gesagt, Pressefreiheit sei nicht als nur ein Unterfall der Meinungsfreiheit zu verstehen, sondern die Pressefreiheit gewährleiste die institutionelle Eigenständigkeit der Presse. Und diese institutionelle Eigenständigkeit liege im Interesse der Demokratie, denn ohne eine solche eigenständige Presse sei freie politische Meinungsbildung nicht möglich. Der Bezug zur Meinungsbildung findet sich dann auch im ersten Fernsehurteil, das kommt 1961, also 10 Jahre nach der Existenz des Verfassungsgerichts, allerdings ohne dass die Meinungsbildungsfreiheit dort mit der Demokratie zusammengebracht wird. Das geschieht dann im Lebach-Urteil 1973. Da wird gesagt, dass der Ausdruck schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch auf die Rundfunkfreiheit übertragen werden müsse. Und seitdem, seit dieser Entscheidung 1973, ist bezüglich der Rundfunkfreiheit die Verbindung mit der Demokratie Routine. Das heißt, sie kommt in jedem der Urteile vor. Also, während die Meinungsfreiheit, die individuelle Meinungsfreiheit, ein Selbstzweck ist, unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit, während die Meinungsfreiheit ein Selbstzweck ist, hat die Medienfreiheit in der Rechtsprechung des Gerichts einen hinter ihr gelegenen Zweck, nämlich die freie Meinungsbildung. Das heißt also, der Sinn dieses Grundrechts wird nicht, wie das bei Grundrechten sonst üblich ist, von dem Träger des Grundrechts bestimmt, sondern der Sinn dieses Grundrechts wird von den Rezipienten, vom Publikum her bestimmt. Und insofern ist es folgerichtig, wenn das Bundesverfassungsgericht diese Freiheit, nämlich die Medienfreiheit, als dienende Freiheit bezeichnet. Dienende Freiheit. Und das gilt nicht nur für den Rundfunk, sondern das gilt auch für die Presse. Das wird häufiger übersehen. Dienende Freiheit klingt vielleicht in den Ohren von manchen zunächst einmal wie ein Widerspruch, so als verkehre sich die Freiheit, wenn sie dienen muss, plötzlich in eine Pflicht. Aber der Widerspruch löst sich auf, wenn man die Frage beantwortet, wem denn die Freiheit dient.
Sie dient nicht in der Vorstellung des Gerichts einer absoluten Wahrheit oder sie dient nicht einer Ideologie oder sie dient nicht den Interessen der Herrschenden. Sie dient vielmehr selber wieder einer Freiheit, und zwar einer höheren Freiheit der Selbstentfaltung des Einzelnen und der Selbstregierung der Gesellschaft freier Individuen. Freiheit deswegen, weil dieser Dienst, den diese Freiheit, der Dienst, den die Medien leisten, nur in Freiheit sinnvoll geleistet werden kann. Das heißt also, das dienende Konzept bedeutet Gebundenheit, was die Funktion betrifft. Denen gegenüber sind die Medien nicht frei. Freiheit in der Art und Weise, wie sie die Funktion ausüben. Der Kommunikationsprozess, von dem die Demokratie abhängt, kann in großflächigen politischen Einheiten überhaupt nur durch Massenkommunikationsmittel aufrechterhalten werden. Keine Demokratie ohne medienerzeugte Öffentlichkeit. Was muss man vom Mediensystem in einer Demokratie erwarten? Ich denke, drei Punkte sind die wichtigsten. Erstens die Beschaffung derjenigen Informationen, Informationen über Sachverhalte und Informationen über Meinungen. Also die Beschaffung derjenigen Informationen, die für die politische Partizipation in der Wahl, aber auch zwischen den Wahlen nötig sind. Das setzt angesichts der Überfülle von Nachrichten, mit der wir heute zu kämpfen haben, bei den Medien Kompetenzen voraus. Kompetenz zur Auswahl, zur fasslichen Darstellung, auch Kompetenz zur Erklärung. Das heißt, auch in den Redaktionen geht es heute nicht ohne Experten ab. Der weitere Punkt, da die Selbstkontrolle der Politik, Gewaltenteilung als Mittel der Selbstkontrolle, da die Selbstkontrolle der Politik angesichts der engen Verflechtung von Parlament und Regierung und der politischen Parteien, die hinter den Gewalten immer zum Vorschein kommen und ihr Werk längst errichtet haben, ehe die Gewaltenteilung zugrifft. Also weil die Selbstkontrolle nicht so hervorragend funktioniert, benötigen wir die Medien auch zur Machtkontrolle, insbesondere zur Aufdeckung von Skandalen, die die Politik lieber vertuschen würde. Wir brauchen also auch investigativen Journalismus, der Geld kostet und oft auch Mut verlangt, weil Machtinteressen dabei oft im Wege stehen. Und der dritte Punkt, den ich nennen will, sicher gibt es noch mehr, ist, dass vom Mediensystem im Demokratieinteresse erwartet wird, die Aufklärung auch über die Normen und die Prozeduren des demokratischen Systems, über die Interaktionen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, über das Funktionieren der internationalen Organisationen, insbesondere aber, dass ein Publikum ins Bild gesetzt wird über den Zustand des eigenen Landes, über die Risiken und die Gefahren, die auf einem erwarten und über die Diskrepanzen, die wir häufig sehen zwischen Ansprüchen und Wirklichkeiten. Deswegen also die Frage, wie steht es mit unserem gegenwärtigen Mediensystem, was seine dienende Funktion für Demokratie angeht. In meinen Augen bestätigt sich die häufiger geäußerte Annahme, dass das Fernsehen ein reines Unterhaltungsmedium geworden sei, so nicht. Im öffentlich-rechtlichen Sektor ist der Anteil an Information jetzt von der Qualitätsfrage abgesehen und rein quantitativ betrachtet, immer noch vergleichsweise hoch. Aber auch aus dem privaten Sektor ist das nicht ausgewandert, wenngleich wesentlich geringere und auch weniger günstig zeitlich platziert. Auch was die Nutzerseite angeht, hat das Fernsehen immer noch eine starke Stellung. Für politische Information, würde ich sagen, ist es nach wie vor das Leitmedium. Vielleicht weniger im Sinne dessen, was Themensetzung angeht, da scheint mir die Presse immer noch überlegen zu sein. Aber was die Verwendung betrifft, der größte Teil der Bevölkerung deckt seine Informationsbedürfnisse nach wie vor aus diesem Medium. Ob das Internet dieses Medium irgendwann ablösen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es niemand genau weiß.
Für den Augenblick scheint mir dieser Fall jedenfalls noch nicht eingetreten zu sein. Dr. Dieter Grimm hat ein umfassendes Bild der Demokratie in Deutschland gezeichnet und ihre Verbindung zu den Medien aufgezeigt. Seine Aussagen hat er hauptsächlich am öffentlichen Rundfunk festgemacht. Ob diese Aussagen auch auf das Internet zutreffen, soll nun diskutiert werden. Im Gespräch mit Professor Dr. Norbert Schneider sind zu Gast Dagmar Reim, Intendantin des RBB, Professor Christoph Degenhardt, Christoph Käse, zuständig für Public Affairs beim Axel Springer Verlag, und Markus Beckedahl, Mitglied des Medienrates der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Ich will mit einer etwas schlichten Frage beginnen, aus der Sie nicht auf mich rückschließen dürfen. Mich interessiert eigentlich nach dem, was Sie in Ihren Erwägungen und Ausführungen zum Stichwort Demokratiebezug sagen, also Demokratie, Öffentlichkeit, Massenmedien, das ist dieses triadische Geflecht, mich interessiert und vielleicht, Herr Käse, vielleicht interessiert Sie es auch. Was ist denn in dem, worüber wir sozusagen künftig reden, also sowohl über das alte Leitmedium Fernsehen als auch über das Netz, was bringt eigentlich das Netz an Öffentlichkeit zu dem, was wir schon haben? Haben Sie da eine Erfahrung, eine Vorstellung oder auch eine Hoffnung? Ja, zunächst mal Kompliment, Professor Grimm, für diesen Vortrag. Das hätte ich jetzt auch sagen können, aber machen Sie es gerne. Ich muss wirklich sagen, sehr viele Gedankenanregungen. Und was ich immer bewundere an Verfassungsrechtlern ist, ich bin Volkswirt, die präzise gedankliche Abgrenzung von Begriffen und Definitionen, das versachlicht die Debatte, das ist wichtig für die Debatte, da waren viele Gedankenanstöße. Es gibt einige Punkte, und einen davon sprechen Sie an, wo ich nicht ganz Ihrer Meinung bin, und das ist das, was Sie gerade sagen, ist dann doch die Meinungsvielfalt, die im Internet entsteht. Da machen wir empirisch eine andere Beobachtung. Da sehen wir für uns als Verlage auch eigentlich die zentrale Herausforderung der Zukunft. Es ist eben nicht so, dass das Internet mit seinen unterschiedlichen Kanälen und unterschiedlichen Darstellungsformen den traditionellen Anbietern, darunter den Verlagen, zufällt, sondern es ist eine völlig neue Wettbewerbssituation entstanden, wo wir an dem Markt für Meinungen einen deutlich kleineren Marktanteil haben, als wir es vorher jemals hatten. Mhm. Und das für unser Haus geltend, obwohl wir einige der größten Webseiten im Lande besitzen. Bloß gegen die vielen Millionen Blogger, die sich auch noch alle dankenswerterweise äußern, gegen die vielen Journalisten, die nebenher auch noch Blogs betreiben, gegenüber die vielen Leute, die bei Twitter und bei Facebook, Millionen von ihnen, diskutieren, Meinungen austauschen. Unser Eindruck ist, dass die sich oft gar nicht scheren um das, was wir machen. Und wenn sie sich drum scheren, dann nehmen sie vielleicht einen kleinen Ausschnitt, stellen den bei Twitter ein oder stellen den bei Facebook ein, diskutieren dann darüber. Dann sind wir, wenn wir es richtig gut gemacht haben, vielleicht gerade noch der Nukleus einer Debatte, aber schon mal gar nicht die Beherrscher einer Debatte. Unser Eindruck der Internetwirklichkeit ist, dass unsere zentrale Herausforderung darin besteht, nicht marginalisiert zu werden. Das sind wir nicht. Ich will uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Und uns fällt auch schon viel ein. Uns wird aber nur dann gelingen, in Ansätzen den Meinungseinfluss, und der ist wichtig auch für den kommerziellen Erfolg, zu behalten, wenn wir die Mechanismen verstehen, wenn wir mitdiskutieren, wenn wir nicht versuchen, unsere Regeln der Inhaltedarstellung dem Internet aufzuoktroyieren, sondern wenn wir lernen und es so machen, wie es da gemacht wird. Frau Reim, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja, wie Herr Grimm geschildert hat, diese sehr substanzielle Verbindung zur Demokratie und zur Stützung der Demokratie. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk will im Netz genauso angemessen vorkommen. In welcher Hinsicht würde sich denn dieser Schutzzweck Demokratie stützen im Netz darstellen? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das Netz überhaupt mit der Demokratie in diesem konstitutiven Zusammenhang zu sehen, wie Herr Grimm das für das Massenmedium Fernsehen geschildert hat? Das Netz ist ja eigentlich gar kein Medium. Es ist ja eigentlich eine Medienmaschine, sagt Herr Koy. Es ist jedenfalls eine Plattform, sagen andere. Und in und auf dieser Plattform wird es Medien geben, auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Braucht er da eine ähnliche
einen ähnlichen Schutz, wie er ihn durch die Verfassung im Analogen hat? Das glaube ich nicht. Der Sie dürfen öffentlich-rechtliche, zwei Sätze sagen. Es ja, klang so, als sei sie schon fertig. Ja, ich habe über das hätte Frage Herrn Käse nachgedacht. Wiederum gekränkt. Ja. Ich habe über Ihre Frage nachgedacht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist im Netz sehr engen Restriktionen unterworfen, die Sie alle kennen. Was wir im Netz machen dürfen, unterliegt genau denselben Bedingungen wie dem, was wir im Analogen oder im Digitalen machen. Das heißt, das Netz ist für uns nichts anderes als ein anderer Verbreitungsweg. Ich stimme aber Herrn Käse zu, das Netz multipliziert Meinungen, Akteure, Akteurinnen, Macherinnen auf eine so unglaubliche Weise, dass es selbstverständlich zur Entautorisierung alter, gelernter Autoritäten in der Publizistik beiträgt. Damit sind wir aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon sehr gut vertraut. Uns ist das einfach sehr viel früher passiert als den Verlegern durch die Erfindung des dualen Systems, mit dem wir alle gut klarkommen. Ja, immerhin geht es hier um 30 Jahre eines Bundesverfassungsgerichtsurteils, was damals so den Weg fürs Privatfernsehen ermöglicht hat. Das wird hier gefeiert. Und die Realität sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Das Fernsehen ist nicht mehr das Leitmedium, auch wenn das so, sagen wir mal, für ältere Zielgruppen noch die Realität ist, aber für junge auf keinen Fall mehr. Und insofern ist das Netz auch die Zukunft. Und man kann jetzt nicht über ein 30 Jahre altes Urteil in der Jetztzeit diskutieren und das Internet in den Vordergrund zu stellen. Herr Dinghardt, Sie sind sozusagen auf der Höhe von Herrn Grimm unterwegs, verfassungsrechtlich dauernd die Dinge prüfend. Gibt es für Sie innerhalb der sich entwickelnden, wir sind ja da sehr am Anfang, der sich entwickelnden Netzkommunikation einen Anhaltspunkt für dieses Verknüpfen von Demokratie und Massenmedien? Oder ist das für Sie eine Gegend, wo man bitte damit aufhören soll und dann natürlich auch nichts mehr regulieren müsste? Zunächst, also nicht in dieser Hinsicht jedenfalls. Möchte ich Ihnen vielleicht widersprechen. Ich würde es nie wagen, mich auf gleiche Augenhöhe mit Herrn Grimm zu Jetzt haben Sie auch gleiche Augenhöhe gesagt. Ich werde daher mit Ihnen über die ungleiche Augenhöhe sprechen. Das ist eine sehr interessante Ihre Frage, Metapher. Auch an das, noch mal das Kompliment von Herrn Käse zu erweitern. Herr Grimm, also den Bogen, den großen Bogen, über 50 Jahre Rundfunkrechtsprechung und 50 Jahre Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Mediums wie der privaten Medien im Dienste der Demokratie gespannt hat. Dies gibt uns auch Anlass, jetzt auf Ihre Frage, wie steht es mit dem Demokratiebezug in der aktuellen Situation einzugehen. Ich denke, wie Herr Grimm schon sagte, das Ziel Sicherung der Voraussetzungen einer freiheitlichen Demokratie gilt für jede medienmäßige Betätigung. Es gilt auch für die rechtliche Ordnung des Internets, der Netzkommunikation. Die Frage ist allerdings, welche Regulierungsanforderungen und welche rechtlichen Aufgaben stellen sich hier? Na, das Internet hat enorm Potenziale, um Demokratie zu fördern. Es kann aber auch perfekt eingesetzt werden, um uns zu überwachen und uns unfreier zu machen. Im Endeffekt ist es das, was wir als Menschen, was wir als Demokratie daraus machen. Und es ist natürlich ein Netzwerk der Netzwerke, was wir auch gestalten können durch die richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen. Nur, dass die alten Werkzeuge der Medienregulierung, die für Fernsehen und Radio geeignet waren, vielleicht im Netz nicht mehr funktionieren. Das setzt sich allmählich durch und wir müssen neue Werkzeuge entwickeln. Herr Beckedahl, das sind jetzt die Statements von eher dem Bereich der Platzhirsche zuzuordnenden Altmedien in Ihren Augen vermutlich. Oder fühlen Sie sich noch nicht so jung, dass Sie sagen würden, im Grunde wird das im Netz so gar nicht, auf Dauer jedenfalls, funktionieren. Der Denkansatz ist eigentlich ein analoger und es wird der Versuch gemacht, der verständliche Versuch gemacht, das Analoge sozusagen mit anderen Mitteln fortzuschreiben, während doch in Wirklichkeit eine neue Schöpfung stattfindet. Das höre ich jedenfalls aus dem Bereich der Netizen und der Nerden und der Ureinwohner des Netzes,
die wollen wir doch gar nicht haben. Zu wem würden Sie sich rechnen? Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Ich bin ja so eine Art Twitter. Also ich, ja. Aufgewachsen noch im traditionellen Mediensystem mit am Anfang 3 Fernsehsendern, später ein paar mehr. Also ich weiß noch, 1992 bekamen wir Kabelfernsehen, Privatfernsehen. Das war so eines der einschlägigsten Erlebnisse meiner frühen Jugend. Endlich mal MTV und so weiter und nicht mehr irgendwie Radiosender. Aber andererseits bewege ich mich seit 14 Jahren im Internet. Und das Internet ist mein Leitmedium. Ich informiere mich gar nicht mehr im Fernsehen. Ich habe keinen Fernseher. Ich nutze natürlich audiovisuelle Inhalte, sofern sie im Internet für mich verfügbar sind. Sagen Sie, Sie sind doch im Medienrat hier in Berlin. Kann man ohne Fernseher sein? Geht das? Ja, das klappt schon. Ne? Kann man. Ah, gut. Ist vorher nicht abgefragt worden. Ne? Einerseits habe ich so ein bisschen Berührungspunkte zur traditionellen Medienpolitik, aber andererseits komme ich zur Netzpolitik und da hat man dann natürlich schon so zwei Welten, die aufeinander prallen. Natürlich hat man die ganzen traditionellen Medienpolitiker, die teilweise 30, 40 Jahre lang Rundfunkänderungsstaatsvertrag durchdiskutiert haben, die halt auch jedes Komma irgendwie kennen, inklusive seiner Geschichte und die halt mit diesem Denkmuster, inklusive, dass sie halt in der traditionellen Medienwelt noch verfangen sind. Das will ich Ihnen ja gar nicht übel nehmen. Also Fernsehen und Radio gilt ja noch für viele als das Leitmedium. Mhm. Also, dass man quasi dieses Denken hat. Auf der anderen Seite hat man sehr viele, wie ich, vielleicht auch Herr Käse mittlerweile, die wir uns im Internet zu Hause fühlen, uns dort informieren. Man kann auch zu tagesschau.de surfen, genau wie man zu bild.de surfen kann. Man muss nicht irgendwie das Physische in der Hand halten. Und wo man dann auch feststellt, dass man ganz neue Regulierungsmechanismen braucht, weil erstmal ist alles international, es ist global. Ob jetzt der Server in den USA steht oder in Deutschland, ist halt ein großer Unterschied. Früher war die Antenne wichtig oder der Standort der Antenne. Heutzutage ist halt ein Server, der irgendwo im Netz steht. Und insofern prallen diese beiden Welten im Moment so ein bisschen aufeinander. Natürlich sind die Medienpolitiker in der Regel noch ein bisschen mächtiger, weil das sind die Platzhirschen, die sitzen da drin. Auch die ganzen traditionellen Medien sitzen als Platzhirschen noch drin. Aber ich bin da zuversichtlich, dass immer mehr junge Menschen auch, oder sagen wir mal Menschen, die mit dem Computer groß geworden sind, die mit dem Internet groß geworden sind, auch allmählich mehr eine stärkere Stimme in der Gesellschaft bekommen, weil meistens wird über uns geredet und nicht mit uns. Mir ist jedenfalls schon sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig das Ende des analogen Menschen mitgeteilt worden. Ich kenne noch viele und nicht nur so uralte Menschen wie ich, die einfach das haptische Erlebnis einer Zeitung, in die man dann auch Fisch einwickeln kann, nicht missen möchten, wenn sie schon beruflich, wie wir, den ganzen Tag am Schirm und am Smartphone sitzen. Aber das mag sich alles ändern. Nur wann, kann ich Ihnen nicht sagen. Herr Grimm, Sie waren auch adressiert von Herrn Degenhardt. Also der Charme des Netzes ist ja, dass man auch unprofessionell einen Zugang hat. Das ist ja gerade der Reiz. Jetzt sehr an sich, man muss nicht, ein gelernter Journalist sein, um da was veröffentlichen zu dürfen. Jeder darf. Das hat Vor- und Nachteile. Und die Nachteile sind erstens mal, dass man von einer Überfülle von Möglichkeiten erstickt wird und dass man eben, ich habe das schon erwähnt, man nicht genau weiß, stimmt das eigentlich oder nicht, obwohl es ja tief Betroffenheiten erzeugen kann. Deswegen denke ich, wird auch gegenüber dem Netz noch eine Professionalität benötigt, die Dinge zusammenführt, bündelt, unterscheidet, klärt, was ist geprüft, was ist ungeprüft. Das ist nun nicht eine genuine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber wenn er überlegt, könnte er daran teilhaben. Das heißt, eine Art von Netzredakteur, ganz neues Bild. Aber von niemandem angestellt, selbst ernannt. Ja, wovon lebend? Wovon lebend? Wenn man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk diese Sache wahrnimmt, dann stellt sich die Frage. Da ist es geklärt, ja. Herr Beckedahl, könnten Sie sich als Netzredakteur freier Unternehmer halten? Also was er gerade beschrieben hat, ist klassischer Journalismus. Ja. Nur, dass dieser Journalismus, also dieses Kuratieren, auch dieses Verifizieren, das kann mittlerweile jeder machen. Das ist halt auch die Frage, wie definiert man Qualität?
Qualität wird halt immer ganz gern von traditionellen älteren Medien als das definiert, was man selbst macht, und alles andere ist keine Qualität. Aber man kann jetzt auch mal irgendwie junge Menschen auf der Schule fragen, für die ist wahrscheinlich der Facebook-Stream ihrer besten Freunde qualitativ hochwertiger als irgendwie das, was in der Tagesschau läuft oder bei der ARD so insgesamt. Das Faszinierende finde ich bei dem, was Sie beschrieben haben, Professor Grimm, in Verbindung mit dem, was Herr Becker da gerade sagte, gerade diese unglaubliche Überflutung mit Informationen im Netz führt zu extrem effizienten Auswahl- und Qualitätskriterien. Weil die Menschen es nicht bewältigen können, entstehen in blitzartiger Geschwindigkeit Qualitätsmechanismen, in denen die Leute sich halt für bestimmte Figuren entscheiden. Oft sind es halt keine großen Marken wie ABB oder Welt, sondern Personen. Also Leute wie Markus Beckedahl haben mehr Leser als viele Zeitschriften in Deutschland. Der hat, wenn der Kollege twittert, dann lesen, wie viel sind es? 66.000 Leute, was er twittert. Und wenn er ein Buch empfiehlt, können Sie 5 Minuten später den Amazon-Verkaufsrang steigen sehen. Und es gibt Twitterer, also ich will jetzt nicht Lady Gaga nennen, mit mehreren Millionen, aber auch viele Journalisten, beispielsweise USA, aber auch in Deutschland, haben 6-stellige Summen von Folgern, die ganz bewusst aus dem Grunde, den Sie gerade genannt haben, sich dafür entschieden haben, dieser einen Person zu folgen. Und interessant dabei für die traditionellen Medien ist, dass die Leute im Internet aus den genannten Gründen eher geneigt sind, natürlichen Personen zu folgen, als künstlichen Marken, hinter denen kein Kopf steht. Es ist fast schon ein Makel, wenn Sie eine Marke haben, die Sie nicht mit einem Gesicht verbinden können. Also es ist nicht so, dass Personen die klassischen Medienmarken übertrumpfen, was die Bindungskraft von Publikum angeht, sondern sie treten daneben. Das ist ein neuer Effekt, den wir im Internet feststellen können. In der Printwelt war es so, dass die großen Marken, aber auch kleinere Marken, den Markt beherrscht haben, den Markt dominiert haben und dass Personen als Autoren in den Markten in Erscheinung getreten sind, aber nur in ganz seltenen Ausnahmefällen selber als Person eine Marke geworden sind. Im Internet ist das anders. Da treten Personenmarken fast schon gleichberechtigt neben große Marken. Das löst die großen Marken aber nicht ab. Die großen abstrakten Namen wie Bild, Stern, Spiegel, Fokus, die spielen nach wie vor eine sehr wichtige Rolle im Internet, aber sie bekommen eben noch jemanden zur Seite gestellt. Das Internet stellt alle Akteure vor neue Herausforderungen. Welche Gesetze müssen geschaffen werden, welche können übernommen werden? Ein großes Problem ist der illegale Download von geschützten Inhalten. Eine Kultur-Flatrate soll ja quasi als oder ist als Idee im Raum, um illegales Kopieren zu legalisieren. Also eigentlich was wir schon immer hatten. Früher gab es Kopierer, Videorekorder, die waren alle irgendwie illegal. Und sie wurden halt legalisiert, übrigens auch wie die ersten Radios, indem man halt Pauschalabgabensysteme geschaffen hat. So auf, ja, wenn man einen Drucker kauft, zahlt man ein bisschen mehr, das geht an eine Verwertungsgesellschaft. Wenn man irgendwie CD-Rohlinge kauft, dann geht ein Teil an eine Verwertungsgesellschaft und ähnlich. Könnte eine Kultur-Flatrate das Problem des illegalen File-Sharing zum Beispiel lösen. Menschen kopieren einfach, aber das ist so ein Schwarzmarkt, der wird immer mehr kriminalisiert. Künstler bekommen kein Geld. Ja, mit einer Kultur-Flatrate könnten Künstler kompensiert werden. Wir könnten das gesellschaftliche Problem lösen, dass wir breite Gesellschaftsteile auf einmal kriminalisieren. Bräuchten wir nicht mehr. Und allen würde es wahrscheinlich besser gehen. Ein anderes Problem ist die Präsenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet. Wie umfassend dürfen seine Angebote sein, ohne marktverzerrend zu wirken? Das Internet ist der Markt der Zukunft und im Internet ist der Markt für mobilen Zugang der Markt der Zukunft. Das ist genau der Markt, der heute schon mehr Anschlüsse hat als der Festnetzmarkt. Das ist der Markt, wo die Menschen bereit sind zu bezahlen. Der Mobilmarkt ist der wichtigste Medienmarkt der Zukunft. Da haben wir keine Angst. Wir weisen bloß in der gesellschaftlichen, der politischen Debatte darauf hin, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr genau überlegen müssen, wie sie dort auftreten, dass die Gesellschaft sich sehr genau überlegen muss, welchen Auftrag sie den Öffentlich-Rechtlichen erteilt, weil wir wollen neben dem öffentlich-rechtlichen Angebot, für das wir auch stehen, das wir auch für richtig halten, wollen wir, dass private Angebote, Qualitätsangebote genug Raum zum Leben, zum Atmen, zum Ausbreiten, zur Finanzierung von Qualität haben. Ja, wie wir gesehen haben, ist da noch eine Menge Diskussionsbedarf, was Recht im Internet angeht. Ich sage aber Tschüss und auf Wiedersehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Alex eigenes Fernsehen. Es gibt eine Bestands- und Entwicklungsgarantie in programmlicher Hinsicht, in technischer Hinsicht, in finanzieller Hinsicht.
Gestalts- und Entwicklungsgarantie